Willkommen zurück zu Teil Nummer 4 von Warriors All-Stars. Und es ist gar nicht so viel passiert. Also im Verhältnis zur letzten Folge. Wir sind immer noch hier bei den Konoichi Trials. Und das machen wir heute, wie versprochen, mit einer anderen Person. Ich weiß den Namen gar nicht, können wir uns direkt mal angucken. Das ist Mitsunari Ishida. Man könnte jetzt in die Charakterbeschreibung gehen und dann weiß man auch, aus welchem Spiel oder aus welcher Serie er kommt. Aber ich kann den überhaupt nicht. Von den Statuswerten, er hat K.O. Bravery drauf. Increases the amount Bravery rises by when you defeat enemies. Das ist sehr nützlich. Das heißt, er hat es einfacher, an die Bravery-Punkte zu kommen. Nice. Tempo Shift habe ich draufgehauen. Negates any incoming damage at a certain rate. Das heißt, wenn wir ein bisschen Glück haben, können wir einen Schaden, den wir kassieren würden, negieren. Zu einem bestimmten Prozentsatz. Zu einem sehr kleinen wahrscheinlich. Dann Mighty Blow, wie immer. Wir haben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, den Gegner, auch wenn er blockt, Schaden zuzufügen. Und dann Chain Reaction, den fand ich sehr interessant. At a certain rate, unleashes a shockwave that emanates out from a defeated enemy. Wenn wir also irgendeinen kleinen Minion besiegen, dann lässt er irgend so eine Schockwelle los. Wie das aussieht, keine Ahnung, wollte ich aber ausprobieren. Und wer sich jetzt fragt, dann sag mal, hast du die letzte Folge gesagt, mach mal hier irgendwelche Bonuswerte drauf, dass du im EXP-Bereich schneller wächst oder dass du mehr Gold bekommst? Ja, habe ich gesagt, aber ich halte es für unnütz. Denn seit der letzten Folge weiß ich, dass wenn man hier irgendwelche Quests machen sollte, es gibt für mich keinen Anreiz, hier das hier alles abzugrasen, weil das wird ja sowieso alles wieder respawnen. Und das, was ich in der letzten Folge gelernt habe, das nehme ich einfach hier mit. Die Deathmatches sind für mich das Beste, was man hier machen kann. Ich habe so ein bisschen rumprobiert und mein eigener Test kam zu folgendem Ergebnis. Wer hier wirklich sehr schnell Erfahrungspunkte haben möchte, der muss die Deathmatches machen. Den Beweis habe ich in der letzten Folge gezeigt, wie schnell das geht und wie gut vor allem das geht. Habt ihr gesehen. Und die Goldausbeute. 40.000 Goldstücke sind keine Seltenheit bei den Deathmatches. Wer jetzt Items braucht, weil er vielleicht seine Karten bestücken möchte mit schönen Effekten. Oft wird eine Tecmo-Platte benötigt. Dann braucht man Karten, die man zerstören kann, um an die Materialien zu kommen. Der sollte hier bei diesen Kampfquest eher so eine Team-Quest nehmen. Eine Team-Quest ist eine Quest, wo ihr 10 Generäle besiegen müsst. Und zwar möglichst schnell. Und auch die sind ähnlich wie die Deathmatches auch in einer sehr kurzen Zeit machbar. So 3 Minuten im Schnitt. Manchmal weniger, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, wobei mehr wird schwierig. Also so 3 Minuten, damit kann ich mich anfreunden. Kurz mal rein, 3 Minuten gezockt, perfekt. Und das Gute ist bei diesen Team-Quests, ihr kriegt dort, wenn ihr gut seid, fast immer eine A-Karte und der Rest ist B. Also habe ich eine Quest, wo ich Karten bekommen kann, gute. Wenn die nicht gut sind, die Karten, kann ich sie zumindest zerstören und davon die guten Materialien bekommen. Und das andere sind Erfahrungsbonusgeber und irgendwelche Geldgeber. Und mehr mache ich gar nicht. Das ist das Einzige, was ich hier mache. Und das Spiel unterhält mich jetzt tatsächlich eher hier schon gar nicht mehr. Es macht zwar Spaß, hier neue Charaktere freizuschalten, wie bei Hyrule Warriors. Und ja, ach komm hier, dazu machen wir später noch ein kleines Gespräch, ein Monolog. Werde ich nochmal kurz drüber sprechen. Aber bevor wir zum Endkampf gehen, was ja der heutige Plan ist, gehe ich nochmal ganz kurz hier rein. Denn ich muss euch was Witziges zeigen. Also ich find's witzig, ihr würdet da wahrscheinlich nicht drüber lachen. Aber es muss so eine Art Bug gewesen sein, denn passt mal auf. Nee, nicht hier bei den Karten, bei dem Typen da. Es ist nämlich folgendes passiert. Ich habe den angequatscht und Millennia war auf Level 45, als ich meinen Charakter gewechselt habe, weil sie kann jetzt mit dem Freundschaftsbonus nicht mehr viel rausholen. Habe ich mir gedacht, okay, komm, brauchst du einen anderen Mitstreiter. Ich habe mich also rein spontan für den entschieden. Warum? Keine Ahnung, der sah halt einfach sehr fügig aus. Und ich habe eine Testrunde gemacht, finde ich gut, mit dem kann ich spielen. Und ich konnte, obwohl es nicht gehen sollte, ihn auf Level 50 bringen. Nur mit Geld. Ich musste mit dem nicht spielen. Ich habe es geschafft, den auf Level 50 zu bringen, obwohl das bei ihr nicht ging. Weil hier stand, du darfst nicht über das Level 45 gehen, weil du darfst kein Level haben, was höher ist als das Maximum eines anderen Spielers. Und bei ihm ging's. Ich habe keine Ahnung warum. Ich konnte mir also die Level erkaufen. Und das muss ein Bug sein. Aber ich beschwere mich nicht. Ich meine, ich habe Kohle und ich könnte, wenn der mir jetzt hier nicht gefällt, irgendeinen anderen rauspicken hier, wie den hier. Und ihr seht schon, 233.000 kostet der Spaß.
von Level 1 an vielleicht 300.000. Und wenn man das mal hochrechnet, wenn man jetzt das hochrechnet, 300.000 für jeden Charakter, es gibt so 30, bräuchte man vielleicht für eine Stunde. Weil 3 Minuten in ein Deathmatch rein, ja, wein. Dann hast du halt deine 40.000, machst du 10 Mal, hast du vielleicht so 400.000 in 3 Minuten. Na gut, du musst die Deathmatches auch erstmal finden auf der Karte. Aber so eine Stunde, anderthalb Stunden für einen Charakter, um den aufzumaxen, ist sehr realistisch. Und der Charakter, mit dem ihr spielt, der kriegt auch generell Erfahrungspunkte. Also, wer hier das Ziel hat, seine ganzen Cars auf 50 zu bringen, und ich weiß auch gar nicht, warum 50 das Maximum ist. Denn bei den reinen Statuswerten wie ATK, Defense und AP ist noch einiges rauszuholen. Vielleicht kann man das dann durch die Karten irgendwie ein bisschen erweitern. Aber als ich gesehen habe, Level 50 ist Maximum, habe ich mich dann auch gefragt, ja, was bleibt jetzt noch zu tun? Also woran ich mich erfreuen kann, sind die Freischaltungen von irgendwelchen Sachen. Hier alle Wallpapers zu bekommen, das macht Spaß. Da kann ich mir schon vorstellen, dass noch so lange zu zocken, bis ich von jedem so ein Wallpaper habe, kann ich als Desktop-Hintergrund benutzen. Und vielleicht mache ich irgendwann so eine Special-Folge, wo ich einfach alle zeige. Also für diejenigen, die das Spiel nicht haben, können sich dann auf diesem Wege einfach die Wallpapers ziehen. Wäre noch eine Idee. Na egal, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt die Konichi Twilights und ich war da noch gar nicht drin, nicht ein einziges Mal. Ich sehe, da steht Fixed Leader und Can't Be Members. Ich weiß nicht, ob ich mit diesen Charakteren spielen muss. Wenn ja, wäre es nicht schlimm, weil die eine spielt sich ja sowieso am besten. Also gucken wir uns die ganze Sache mal an. Und wie versprochen, was? Your current team cannot take on the selected battle, returning to the team. Ja, ich kann mich auch wirklich nur für einen entscheiden. Das ist ja interessant, weil ich frage mich jetzt gerade, können wir ein unterschiedliches Ende jetzt bereits schon erreichen, wenn wir einmal mit Naotora Lee spielen und den zweiten Durchgang vielleicht mit ihr hier machen? Mit Ayane? Oder ist das völlig Wurst? Ich meine, ich spiele natürlich mit Naotora, weil die ist ziemlich cool. Der einzige Grund. Okay, dann versuche ich mal, die mitzunehmen, die noch keinen Freundschaftsbonus haben. Was bei ihr sehr schwierig ist, so wie es aussieht. Ja, schon aufgemaxt. Die ist schon aufgemaxt hier, der geht noch. Der geht noch. Und haben wir noch irgendjemand anderen? Gibt es noch irgendjemanden, den ich noch nicht pushen konnte? Ja, Rio. Rio ist ja die letzte, die wir bekommen haben. Naja, dann lohnt sich jetzt das ja zumindest. Ja, schade, dann gibt es halt dann doch keine neue Charakterklasse. Spielen wir es mal mit der durch. Oh, Tamaki und die anderen sind hier. Perfekt. Die Feelings should give us a boost of confidence. Ja, wenn wir die besiegen, gibt es uns das halt Vertrauen. Is it really going to work? Na, aber funktioniert das dann auch so? Backing down already? Then I do this alone. Was nun? Hast du Schiss? Scheiß dir in die Hosen? Dann mach ich es alleine. Was? Warte. Ich mache alles für dich, Ayane, bitte. Bitte schubst mich nicht weg. Ah, wirst du wirklich? Du wirst mich unterstützen? Na dann beweis es. Los, zeig, was du drauf hast. Das war schon die ganze Story. Ja, und wer jetzt wissen will, ich habe mal getestet. Es gibt ja bestimmte Schwierigkeitsgrade. Und zwar... Warte mal. Ja, stimmt, die Dreierkombo, die war bei ihr das Coolste. Ja, es gab hier bestimmte Schwierigkeitsgrade. Und zwar von Beginner... auf Stufe einfach, auf Stufe normal und auf Stufe schwer. Wir spielen natürlich immer noch auf Stufe schwer. Und der einzige Unterschied, den diese Schwierigkeitsstufen machen, ist folgendes. Und zwar werden die Levelanforderungen der Karten minimiert. Ich habe mal versucht, auf Level Beginner vielleicht ein bisschen besser durchwaschen zu können. Also ja, man kann schneller durchwaschen, aber das Problem ist, die Ausbeute, die wird halt nicht so groß sein. Denn wenn du in ein Gebiet reingehst, wo die Levelanforderung auf Level 4 ist, naja, dann wird dein Car sicherlich nicht ganz so viele Erfahrungspunkte bekommen. Also ist man dann doch schon so ein bisschen gezwungen, auf hart zu spielen, weil sonst kommst du einfach nicht im Level nach oben. Aber ich kann euch sagen, diejenigen, die jetzt hier wissen wollen, naja, wie hart ist denn hart, guckt euch einfach die ganzen Folgen an.
ich spiele die ganze Zeit auf hart. Das einzige harte sind die Deathmatches und alles andere ist wirklich total einfach. Also finde ich, bis auf die Deathmatches. Alles andere ist wirklich überhaupt keine Herausforderung. Es gibt Karten, da hat man mal so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht nicht zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Aber das weißt du dann spätestens beim zweiten Durchlauf. Dann weißt du, okay, dann gehst du dann doch lieber erstmal nach links anstatt nach rechts. Und dann hast du eben den optimalen Laufweg. Das ist aber auch schon alles, wo man ein bisschen knobeln kann. Das, was mir hier doch ganz doll fehlt, das sind wirklich so diese Sammelsachen. Ich meine, es gibt Sammelsachen. Ja, so wie die angesprochenen Wallpaper. Aber das ist mir halt dann doch einfach viel zu wenig. Also jetzt hätte ich gerne nochmal so einen Titel wie Hyrule Warriors. Denn da war einfach das Coole, du hattest da eine richtige Minikarte, so eine richtige Map. Und auf der Map gab es halt extrem viel Sachen freizuschalten. Da hat es Sinn und auch Spaß gemacht, vielleicht dann eine Karte mehrmals abzugrasen, weil du hast eine Waffe freischalten können, dann eine andere Waffe, die auch wirklich optisch anders aussah. Die ganzen Charaktere konnten auch die Waffen auch dann tragen. Auch das hat Spaß gemacht, das hast du hier zum Beispiel nicht. Mir wird es ja schon ausreichen, wenn wir vielleicht so auf der Weltkarte irgendwelche Equip-Karten für unsere Charaktere vielleicht auch freischalten können. Dass man nicht immer nur hier das gleiche Bild drauf hat, habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt. Und dann hätte ich auch den Anreiz, dann andere Karten mal zu spielen. Denn ich frage mich auch immer jetzt noch, warum sollte ich auf der Oberworld irgendeine Map spielen, die mir nichts bringt. Also da fehlt irgendwo so ein sinnvolles Belohnsystem. Oder? Ich meine, spielt das hier noch irgendjemand von euch? Wenn ja, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, ja, das macht mir jetzt hier für 100 Stunden Spaß. Das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Weil dafür ist das Spiel dann doch ein bisschen zu lau. Und da musste ich auch ein bisschen lachen, als ich dann nochmal den Kommentar gelesen habe, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr. Aber egal, auf jeden Fall hat derjenige geschrieben, naja, dieser Warriors-Teil ist auch gar nicht so ein vollwertiger Titel. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich weiß schon, was damit gemeint ist mit dieser Aussage. Aber das Ding kostet 60 Tacken, wenn man es neu hat. Ja, so wie jedes andere PlayStation-Spiel. Die kosten ja alle um die 60 Euro. Und für 60 Euro kann man schon davon ausgehen, dass es ein vollwertiges Spiel ist. Und das Ding hier ist ein vollwertiges Spiel. Aber es hat halt extrem wenig zu bieten. Du hast halt ein paar Karten, unterschiedliche Enden, aber kein Equip. Du kannst nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Charakter spezialisieren. Oder wie es bei Dragon Quest Heroes zum Beispiel gewesen ist. Da hat es zumindest Spaß gemacht, dass man überlegen konnte, okay, wen nimmst du mit, weil der dich vielleicht heilen kann? Wen nimmst du mit, weil der dich vielleicht dann boosten kann, was ATK angeht? Und wen nimmst du mit, weil der vielleicht dann irgendwelche Gegner schwächen kann? Ich meine, wenn ich jetzt hier R1 drücke und dann irgendeinen K mitnehme, der auch einen netten Effekt hat, dann ist das ja in gewisser Weise ähnlich. Aber das Problem ist hier einfach bei dem Spiel, du musst ja auf nichts achten. Und wir sind jetzt schon am Ende, also ist es irgendwie erschreckend, dass ich so schnell auf Level 50 kommen konnte, vor allem so einfach auch. Und dass man hier sich auf die Karte auch gar nicht konzentrieren muss. Also auch jetzt die Karte hier. Ich laber und laber und laber und ich konzentriere mich überhaupt kein bisschen auf die Map. Ich spiele einfach so, wie mir die Knöpfe halt zufallen. Dann gucke ich ab und zu mal nach oben rechts auf die Karte, da sehe ich, okay, da ist ein Ausrufezeichen in der Mitte und da gehe ich jetzt hin. Ich gehe jetzt gleich mal zum Ausrufezeichen. Und das war's. Mehr mache ich gar nicht. Ja, hier gibt's keine Strategie. Die einzige Strategie ist, wir folgen den blinkenden Symbolen auf der Minimap. Also auf zur Mitte. Skill charged. Ja, und das ist schade, weil wir haben hier so viele coole Charaktere. Und vor allem all diejenigen, die ich jetzt hier gespielt habe, die machen ja auch Spaß. Ich meine, ich leg mich zwar fest auf meistens ein oder zwei Attacken, aber es macht ja trotzdem Spaß, mit den Leuten hier zu spielen. Aber es ist halt zu wenig. Habe ich in den letzten Folgen schon gesagt und das werde ich auch in wahrscheinlich jeder Folge immer wiederholen. Falls irgendjemand mal reinschaut, der hier vielleicht nur eine Folge sich antut. Ja, da kann ruhig hören. Die anderen Warriors-Spiele, die ich bisher gespielt habe, die waren halt irgendwie dann schon so ein bisschen
Ja, besser. Vielleicht nicht von der Charakterauswahl. Ja, wobei kann man ja auch nicht sagen. Ja, jetzt versuche ich irgendwas aus den Haaren zu ziehen, um das Spiel nicht ganz so blöd dastehen zu lassen. Aber es ist halt schon... Ja, haut eigentlich so von den Socken. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß. Vielleicht sind ja die Endings so cool und unterhaltsam, dass man freiwillig dann doch sich freut, hier das Spiel nochmal zu wiederholen. Mehrmals. Also ich würde mir wünschen, dass man hier tatsächlich auf der Oberweltkarte, das ist das, was ich schon gesagt habe, irgendwelche Gebietskarten halt hat, die man tatsächlich auch angehen sollte, um irgendwas Cooles freizuschalten. Wie eben die unterschiedlichen Charaktere. Sowas wie halt verschiedene Karten, verschiedene Waffen, vielleicht irgendeine Beskillung, die unsere Helden haben. Dann wäre das schon hier deutlich unterhaltsamer. Und dann auch nicht so diese ollen Zufallskarten. Das ist total blöd. Es wäre doch cool, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, du hast hier Herausforderungen, wie bei auch Hyrule Warriors. Ja, das wird als Vergleichspunkt immer wieder genommen von mir. Das ist für mich das Nonplusultra-Warrior-Spiel gewesen. Und... Ist das hier der Endgegner? Sieht so aus, wa? Ja, bei Hyrule Warriors, da war es eben auch so, da hattest du halt Karten, da hast du dran geknabbert. Da hast du mal so eine Stunde oder zwei Stunden versucht, eine einzige Karte zu überstehen. Und das ist doch cool. Das fehlt dir auch so ein bisschen. Aber gut, das wäre vielleicht auch dann wieder so ein kleines bisschen zu früh. Ich gehe mal in den Musou Rush, denn jetzt habe ich doch gesehen, ich wäre fast tot gewesen. Ja, und da ist er wieder, dieser gar nicht übertriebene Musou Rush. Wo von links und rechts einfach mal wieder Gegnerhorden kommen. Total übertrieben. Es ist einfach total übertrieben. Der ist auch einfach zu mächtig. Vor allem dieser Musou-Rush, der ist wirklich einfach viel zu mächtig. Den hätten sie irgendwie, weiß ich nicht, so abschwächen sollen oder die Bedingungen. Vor allem, ich brauche dann noch nicht mal eine R1-Attacke ausüben. Das heißt, ich bin echt gut durchgekommen, ohne auf irgendwas zu achten. Das ist echt schade. Ja, und da haben wir es auch gewonnen. Mal wieder. Victory, Victory, Victory. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was? K.O.-Count nur Rang A? Geht's noch? Ach, Level 27. Ich hätte mich sogar aufstärken müssen. Und das ist doch auch wieder bezeichnend. Ich meine, ich habe einen Charakter, der ist Level 50. Die ist Level 27, also fast nur die Hälfte. Und trotzdem hat sie die Gebietskarte ohne Probleme geschafft. Ist das nicht erschreckend? Ich muss sagen, ja, ich finde das sehr erschreckend. Power of Indra, endlich. Habe ich nicht einmal bekommen. Oh, nice. Werde ich auch direkt mal benutzen. Oh, hier, Rang A. Ach, was ist ja Rang A? Karte A. Wir haben eine A-Karte bekommen. Das ist ja interessant. Fire 5, Fever Extension. Block, Cooler Reduction, das ist egal. C und nochmal C. Ja, und wieder ein Freundschaftsbonus. あの、私どうでしたか?ママってとこね。うん。やっぱり私今のあなたなら連れて行ってもいいわ。でも本気?表舞台には二度と戻れないわ。あなたにその手を汚す覚悟があるの? Hä? Das war ein Ending? Was? Was war das? Was war das? Total Battle Clears 64. Ah. Ja, ihr könnt euch ja mal so die Statistiken hier reinziehen.
Aber was zum Teufel war denn das jetzt gerade? Das war doch kein Ending. Wir sollten doch irgendeine eine Quelle wieder zum Funktionieren bringen. Und ich dachte, wir kämpfen jetzt noch gegen Yomi, weil Yomi ist doch das Übel, was in der Quelle unten haust und für Ärger sorgt. Naja, dann sieht es wohl eher so aus, dass wir tatsächlich erstmal alle normalen Enden, also das bezeichne ich jetzt einfach mal als normales Ende, dass wir das erstmal durchleben müssen. Und dann, wenn wir das mit jedem Charakter irgendwie geschafft haben, dann wird vielleicht dann so eine Art wahres Ende erscheinen. Kann das sein? Ja, und was wäre, hätten wir jetzt mit Ayane gespielt? Wäre dann genau die gleiche Cutscene gekommen? Muss ich direkt mal austesten, ne? Aber das war ja schwach. Muss ich mal sagen. Das ist... Also bis hierhin, ich habe jetzt ja 21 Stunden gespielt, das ist echt irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ist das Spiel nicht dolle. Klingt vielleicht zu hart, aber es ist einfach so. Ich meine, wenn ich jetzt so von Arbeit nach Hause komme und ich setze mich hier so hin oder ich lege mich halt hin, nehme mir mein Gamepad in die Hand, dann kann ich bei dem Spiel auch wunderbar abschalten, weil ich muss ja an nichts nachdenken. Ich muss ja nicht viel drauf haben. Ich gucke mal die Karten an und dann gehe ich halt einfach rein in irgendwelche Karten und besiege die halt ohne Sinn und Verstand. Aber das ist doch für ein Spiel zu wenig. Also selbst für einen Warriors-Teil ist das zu wenig. Weil was soll denn jetzt noch passieren? Ich meine, wir sind in einem Endscreen. Andere Leute würden wahrscheinlich an der Stelle vielleicht dann das Spiel schon komplett sein lassen. Nein, also wir spielen hier auf jeden Fall weiter, weil ich möchte schon, wie vorhin schon gesagt, gerne alle Wallpaper haben. Das ist dann zumindest noch mein persönliches Ziel, was ich hier habe. Und die Enden, das, was ich jetzt gerade gesehen habe, also das ist ganz ehrlich, das muss ich mir jetzt hier nicht ein paar Mal geben. Also da habe ich auch wenig Bock dafür zu sorgen, dass ich alle Enden sehe. Ich möchte gerne das Ende sehen. Das ja, aber mehr auch nicht. Und jetzt kann ich hier speichern. Ich habe sicherheitshalber zweimal gespeichert. Für den Fall der Fälle, dass ich dann vielleicht erst woanders rein muss. Wieso standen da 21.04 erneut? Verstehe ich nicht. Da müsste doch eine höhere Zahl stehen. If you save your game data after clearing the game, you can select via load game to start a new game using some of the data. The data will be carried over includes your gold, hero cards and materials, as well as your hero's levels, regard and bonds. Ich kann alles mit rübernehmen. Tja, umso einfacher werden die Kämpfe. Jetzt ist aber die Frage, machen wir mal einen Neustart oder gehen wir nochmal zurück und versuchen das andere erstmal zu clearen? A new difficulty level is available. With the higher difficulty level, the enemies you fight against will become stronger, but you will also be able to pick up better hero cards and materials. The difficulty can be changed in the options menu. Das ist cool, das machen wir als allererstes. Ja, na dann, gehen wir mal auf Load Game. Ja, 21.35, das haut schon eher hin. Ending Data. Key Battle Cleared, 6. Game Replays, 0. Wer weiß, was da stehen muss. Tatsächlich, wir fangen hier echt von ganz vorne an. Wir fangen hier von ganz, ganz vorne an und jetzt können wir hier... Naja, wir können zumindest hier uns für einen entscheiden, den wir... Nee, können wir nicht. Weil ich wollte jetzt schon irgendwie diesen einen bunten Vogel spielen. Dann Kommando zurück. Ja, wir wollen zum Main-Menü. Ich gehe mal auf Story-Mode und lade mal den Spielstand, wo wir vorhin gewesen sind. Und zwar das hier. War, wie blöd ist denn das? Da muss ich ja erst wieder alle Charaktere freischalten. Oh, da habe ich auch wenig Lust. Also, ja, genau den hier. Den wollte ich spielen. Und wenn ich den erst freischalten kann, indem ich erneut durchspiele, das gäbe sogar in einer möglichen Fazit-Endbewertung einen auch enormen Daumen nach unten. Weil wie blöd ist das? Also ich hoffe, dass ich dann dass das Spiel starte und der ist dann trotzdem schon freigeschaltet, weil ich will doch nicht immer wieder erst eine Quest spielen, um die gleiche Figur immer wieder freischalten zu können. Wie blöd ist denn das bitte?
Ja, können wir nicht ändern. Und ich glaube, hier haben wir auch noch keinen neuen Schwierigkeitsgrad, kann das sein? Weil es ja nicht gespeichert ist, ja nicht der gespeicherte Spielstand. Cool wäre, wenn das Spiel es aber trotzdem irgendwie so deichseln würde, dass wir doch hier schon was auswählen könnten. Ja, Chaos, tatsächlich. Bin ja mal gespannt. Chaos. Level 50 ist auch direkt mal das Höchstlevel. Can't be members. Na super, kann ich schon mal nicht spielen. Aber hier oben ist noch eine Story. Recommended Level 33 im Chaos-Modus. Wisst ihr was? Machen wir direkt mal. Weil dann sehen wir zumindest in der heutigen Folge, wie sich halt der Typ spielt. Ja, Shiki meldet sich. Sie hast noch nicht gelesen, der ist hing, Tamaki. Hast du say, just crush her completely. Ja, wir sollen nicht darauf hören, was seine Schwester ist. Ist doch seine Schwester, oder? Tamaki? Ja, ich glaube ja. Wir sollen sie einfach nur zerstören. Und wir fragen, was bist du aber sicher damit? Sie sieht so aus, als ob sie dich respektiert. Ja, wir sind nah dran. Tamaki would rely on me for so much. And I was a kind older brother. Was, ja, Vergangenheit. Er war ein lieber netter Bruder. I must seem like a complete different person to her now. Und nun muss er wohl wie für eine andere Person aussehen. Wie auch immer. I have to see myself off from here. Ach, egal, komm. Das war nicht Sinn und Zweck der heutigen Folge. Und auch die Karte ist extrem groß. Ja, wir beginnen mal das Battle und mal sehen, wie schwer es denn tatsächlich ist. Ob Chaos einfach nur ein höheres Level bedeutet oder ob die Gegner auch dann vielleicht besser sind, was Blocken und so weiter angeht. Ja, komm hier, für den ersten nehme ich mal direkt alle vier auf einmal. Und warum? Weil ich es einfach habe. Und je schneller der besiegt ist, desto eher komme ich dann auch in einen höheren Bravery-Rang. Was ist das schon, Tamaki? Boah, kann das sein, dass die mal überhaupt gar keine Lebenspunkte verlieren? Und denkt dran, wir sind schon auf Level 50. Ja, wir sind schon auf Level 50. Ah, jetzt. Jetzt fängt sie an, ein bisschen Lebenspunkte zu verlieren. Ich meine, ich könnte hier in den Musou-Rush schon gehen. Warum denn nicht? Vielleicht am Anfang gar nicht mal so unnütz. Aber es ist auch wieder so faszinierend, war. Ich meine, jetzt haben wir ein Level, ein Chaos-Level bekommen. Und hier in dem Modus scheint es schon schier unmöglich zu sein, den Gegner zu besiegen, weil die einfach extrem viele Lebenspunkte haben. Also, das ist ja, was ist denn das schon wieder für eine geile Konstellation von der Entwicklung eines Schwierigkeitsgrades. Na egal. Wir können uns ja mal die Ausbeute angucken. Und ich mach's mal so, ja, ihr müsst euch jetzt hier die ganze Karte nicht mehr angucken. Ich mach mal hier einen Schnitt und wir sehen uns dann einfach bei der Endabrechnung wieder. Also bis gleich. Clear Time ist nur Rang A. Aber es ist ja auch völlig egal, weil Erfahrungspunkte kriegt ja unser Held leider sowieso nicht. 5000 ist die läppische Ausbeute. Jetzt bin ich gespannt. gespannt, ja. Gespenst. Gespeng, speng. Auf unsere Ausbeute. Antidot 6. Das ist tatsächlich ein bisschen besser. Double Up können wir damit bekommen. Aber der Rest ist halt auch relativ normal. Und Karten haben wir. Oh, wir haben eine ganze Menge Karten bekommen. B, B, B. Ja, so viel zum Chaos-Modus. Brat, das bringt gar nichts. Also hier bestärkt sich die Annahme, es ist unnötig. Es ist irgendwie unnötig, diesen Modus zu spielen, weil der schnellste Weg, um seine ganzen Spieler auf die höchste Stufe zu bringen, ist einfach das Kaufen. Kauft euch das. Macht Deathmatches und kauft euch das. Hier an der Stelle doch nochmal einen kleinen Schnitt, denn ich habe mal ein bisschen getestet den Chaos-Modus und ich kann hier an der Stelle sagen, macht das nicht. Ich sehe keinen Sinn und keinen Zweck, diesen Modus weiter zu spielen, denn was haben wir festgestellt? Ihr habt es davon gesehen, der Anfang einer Karte, der ist ein bisschen schwieriger. Man braucht länger, um einen Bravery Star 1 oder 2 General zu plätten. Hinten raus wird es dann wieder einfacher, wenn wir selber unsere Stufe gesteigert haben, aber es dauert einfach zu lange. Und warum sollte man das tun? Das Spiel hat gesagt, wir haben eine erhöhte Ausbeute aus stärkeren Karten und stärkeren Items. Selteneren Items. Davon habe ich jetzt nicht so viel gemerkt. Ich habe auch den Death Mode nochmal getestet. Die Ausbeute ist genau identisch wie zuvor.
Das ist kein Grund. Dann habe ich ein Team-Battle getestet. Auch da ist die Ausbeute genau exakt so gewesen wie bei einer Schwierigkeitsstufe weiter drunter. Kann natürlich nur Zufall und Pech gewesen sein, aber es gibt für mich halt keinen Grund, da einen höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen. Erfahrungspunkte braucht unser Spieler ja sowieso nicht. Kriegt man da eher am einfachsten durch die Deathmatches. Und die brauche ich nicht im Chaos-Modus spielen. Und die Karten, ganz ehrlich, die brauchst du doch auch nicht. Hier, da quatschst du den Typen an, machst einfach die Stufe 3 Quest und dann kriegt ja jeder Spieler seine Stufe A-Karte. Es ist ja nicht mehr so, dass man darauf angewiesen ist, auf diese A-Karten, dass man die sammeln muss. Hier, Hero-Cards. Jeder Typ hat hier fast eine A-Karte. Die eine B-Karte haben, die habe ich mich bewusst dafür entschieden. Weil bei Naotorali, den Namen, ich werde den auch wahrscheinlich nie einfach so aussprechen können, aus dem FF, die hat halt ihre beste A-Karte noch nicht. Aber selbst wenn sie die hätte, frage ich mich, ob ich die nicht trotzdem so lasse. Weil Material Hunter ist gut, Chain Reaction ist gut, Marty Blow ist auch gut. Und mehr braucht die auch gar nicht. Selbst die braucht keine stärkere Karte. Und deswegen, also macht einfach hier diese Mission und als Belohnung kriegt er ja für die Mission immer eine Stufe A-Karte. Zumindest bei Stufe 2 und Stufe 3 Quest. Ja, und das ist so, so sinnlos. Es ist irgendwie sinnlos, da den Chaos-Modus spielen zu wollen, weil man braucht einfach diesen Bonus nicht. Und die Items braucht man auch nicht. Die Items brauchst du ja nur, um deine Karten zu stärken, aber deine Karten stärken musst du ja nicht, weil das Level ja anscheinend ausreicht, um jede Quest hier easy peasy zu überstehen. Mann, ey, das ist so blöd. Auch hier fehlt wieder so die Sinnhaftigkeit. Warum? Warum gibt es die Möglichkeit eines erhöhten Schwierigkeitsgrades überhaupt? Das ist weder eine Platin-Anforderung, mir zumindest nicht bekannt. Kann mich auch täuschen. Man braucht die stärkeren Karten und Items nicht. Also warum? Warum sollte man den spielen? Man hat es einfach nur unnötig schwerer, weil man länger spielen muss. Also man wäre quasi schön blöd, den Chaos-Modus zu spielen. Es sei denn, man will vielleicht mal so eine Art Herausforderung. Ach nee, ist auch Blödsinn. Jetzt versuche ich da irgendwie noch was schön zu reden, was gar nicht schön zu reden ist, denn eine Herausforderung ist es ja auch nicht. Das ist so ärgerlich, das ist so ärgerlich, wenn es dann wirklich irgendwie mal härter wäre oder wir eine größere Belohnung kriegen würden. Mann, dann würde das Spiel schon um einiges besser sein. Aber so wie es hier gerade läuft, gefällt mir das überhaupt nicht. Ich werde noch ein bisschen spielen, mal gucken, was ich dann im nächsten Part präsentieren werde und wie dann meine Laune sein wird. Aber das ist jetzt, je länger ich spiele, dann wirklich eher eine Enttäuschung. Aber mal sehen. Mal sehen, was kommen wird. Also lasst euch überraschen. Ich lasse mich auf jeden Fall auch überraschen und wir sehen uns dann irgendwann wieder im nächsten Part. Also Rinjaun und tschüss.